AKW ist, sind 12 abgeschaltet zurzeit. Sie haben Stillstand. Nur noch 4 produzieren derzeit Atomstrom. Sonne und Wind haben in den letzten Monaten viel produziert. Bisher haben wir in April und Mai keinerlei Stromimporte machen mussten. Das wog sich aus Import und Export. Die Netzbetreiber sind durch die derzeitige zentrale Stromversorgung werden ihre Kapazitätsgrenzen kommen. Aber selbst die waren davor vor dieser Panikmache, bei uns gehen die Lichter aus. Aber schauen wir in die Zukunft. Es ist klar, dass noch viel zu tun ist. Bis die Energiewende vollbracht ist, möchte ich deshalb nicht nur motzen, sondern auch Lösungen vorstellen. Lösungen, die im Strombereich aus der Sackgasse Kohle und Atom herausführen. Schnellstmöglich. Ich habe 5 Maßnahmen im Angebot, die wirklich etwas bewegen können. Das erste ist, wir sparen uns Atomenergie. Strom, der nicht produziert werden muss, produziert keinen Dreck und gefährdet keine Leben. Wir haben längst Techniken auf dem Markt, die die Energieeffizienz deutlich steigern. Sie werden viel zu wenig angewendet. Ein Energiesparsofortprogramm kann bis 2020 allein im Strombereich ein wirtschaftliches Einsparpotenzial von 70 bis 120 Terawattstunden mobilisieren. Das würde bedeuten, dass allein dadurch sich 10 Atomballer einsparen lassen würden. Das nächste ist selbstverständlich, die erneuerbaren Energien weiter auszubauen. Dank des erneuerbaren Energiengesetzes haben Wind, Wasser, Sonne und Biomasse allein das Potenzial, die Atomkraft zu ersetzen. Bis zum Jahr 2020 könnten die Erneuerbaren bereits 47% der deutschen Stromversorgung sichern. In den letzten Jahren erlebte die Branche einen Boom. Allein die Kapazität der Windräder sind jedes Jahr um 20% gestiegen. Und hier geht noch mehr. Die genehmigten Offshore-Anlagen müssen so schnell wie möglich gebaut werden. Und in jedem Bundesland 2% der Flächen der Landflächen als Vorrangflächen für Windkraft genutzt werden und ausgeschrieben werden. Das dritte ist, erneuerbare Energien müssen vernetzt werden. Wegen der Klartext, natürlich brauchen wir mehr Höchstspannungsleitungen. Aber wenn ich mir die Aussagen zum Beispiel in der Zeitung Die Wirtschaftswoche anschaue, dann werden wir bald mehr Strommasten als Bäume sehen. Das ist Blödsinn. Die zukünftige Energiepolitik wird eine dezentrale Energiegewinnung beinhalten. Und dezentral bedeutet Netzausbau ja, aber nicht in diesen Maßen. Davon darf man sich nicht irritieren lassen. Eine öffentliche, transparente Netzplanung erhöht zudem die Akzeptanz. Drittens, wir brauchen effiziente Gaskraftwerke. Nicht nur die AKWs sind uralt, sondern auch Kohlekraftwerke sind teilweise über 40 Jahre alt und müssen ersetzt werden. Als Übergangslösung sind hocheffiziente und vor allem auch flexible Gaskraftwerke vonnöten. Sie sind deutlich sauberer noch als Steinkohlekraftwerke und sind eine gute Übergangslösung. Und jetzt kommen wir zu fünftens. Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen. Hat sich das schon bis zu Ihnen rumgesprochen, was das eigentlich ist? Es gibt in die höchsten Effizienzgewinne bei der Strom- und Wärmeerzeugung lassen sich durch den Ausbau von Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen machen. Es wird gleichzeitig Strom und Wärme produziert. In Deutschland liegt der Strom, die Stromerzeugung durch diese KWK-Anlage lediglich bei 11%. Mal als Vergleich in anderen Ländern. In Niederlanden und Finnland sind es 40%, in Dänemark mittlerweile sogar 50%. Eine der vielen sinnvollen Maßnahmen zur Energiegewinnung, die in den letzten Jahren von der deutschen Regierung verschlafen wurden. Und wie sieht es derzeit in Hessen aus? Wir kritisieren, dass Hessen bei den erneuerbaren Energien auf dem drittletzten Platz liegt. Nur Berlin und Saarland sind noch hinter uns. Im Jahr 2007 stammten lediglich 5,8% des Endenergieverbrauchs in Hessen aus erneuerbaren Energien. Bundesweit waren wir damals immerhin schon bei 8,6%. Das ist das Ergebnis einer mittlerweile über ein Jahrzehnt dauernden Verhinderungspolitik. Bisher wurden Biblus und RWE auf Biegen und Brechen unterstützt.
der Landesregierung, warum Hessen so weit hinten in der Stromproduktion aus erneuerbaren Energien liegt? Fürs Organisatorische und fürs Guto-Album und damit unser Protest oder unser Geradestehen für eine Sache auch sichtbar wird. Vielleicht könnt ihr mal alle nach vorne kommen. Andrea stellt sich mal hier hoch, gerne mit Kindern. Ja, und ihr kommt mal alle zusammen und vielleicht macht
Foto fassen.